Also die nächste Story-Mission geht dann hier weiter. Die hatte ich auch noch nicht. Gut, dann machen wir das. Die ist nämlich auch neu. Hm? Wie es aussieht. Die Journalistin. Ein Brenn's einfach mal, okay. Morgen zum Osterfeuer. Don'ts. Also guck mal zurück. Mit ja, ich will guck mal links, ich wollte gerade sagen. Ah, super, ich war schon ausgestiegen. Ich lauf mal schnell hier weg. So. So. Weil, wie das aussieht, ist hier oben nichts, ne? Ja, aber trotzdem ist es besser, als mit so einem riesen Auto da lang zu fahren. Ja, wollte gerade sagen, das könnte ein bisschen sehr auffällig sein, aber mal gucken. Mal hier oben scheint nichts zu sein. Ja gut, ich nehme auch mal die Drohne. Ja, aber hier ist wirklich nichts. Doch, da, Vorsicht. Da steht einer mit einer Waffe am Tor. Ach so, ja, du bist da unten, ne? Wir sind oberhalb, wo die ist. Ja, nee, ich bin oben mit der Drohne in dem Gebäude drin. Aber ich weiß nicht, sind das Gegner oder sind das Rebellen? Das sind Rebellen. Okay. Hier bin ich auch. Ich stehe hier daneben, also das ist okay, alles gut. Okay, gut. Das ist das Dorf, was hier anfängt, das ist, was daneben ist. Wo ich meinte, Achtung, da sind überall Gegner. Aber das ist ja genau das, was wir hin müssen eigentlich theoretisch. Ja. Aber eben war doch hier oben noch ein gelbes Ding, oder nicht? I don't know, aber das offiziell. Ein Pfeil eben, ja. Offiziell geht dieser Pfeil dahin. Ja, jetzt, aber eben ging er noch da oben. Ja, ja, kann. Wahrscheinlich irre. Vorteil, Vormission. Also, sie ist ganz hinten in der Ecke. Ja. Die ist ja wahrscheinlich in diesem Dings, in dem Kippschleim. Scharfschütze hinten links. So. Offizier oben auf dem Dach oder sowas. Scharfschütze rechts. Das ist ein bisschen was. Ich mache mich mal wieder ans Flankieren. Mhm. Ich schicke auch noch mal eine Drohne los hier. Macht 5 Tangos. Da ist noch einer. In den Gebäuden, da werden wahrscheinlich auch noch ein paar drin sein. Soll ich den Scharfschützen mal hinten ausschalten, oder? Wenn du dran kommst. Naja, weiß ich nicht, wegen dem Offizier da oben, ne? Und da links steht auch noch einer. Warte mal, wo steht denn der genau? Da unten. Da war noch eine. Scheinbar ist er nicht mehr, ist das alles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah ja, da unten, da sind noch ganz viele. Die Arschlöcher haben Mörser. Hier ist ein Mörser. Ja, hab ich gerade entdeckt. Sprich, hier muss irgendwo auch wieder so ein Generator sein. Also ich könnte jetzt gerade den Scharfschützen locker erledigen. Ja, dann hau ihn da weg. Der ist doch alleine da oben, oder nicht? Hab ich.
mal, ach, guck mal, nach unten geht's auch noch weiter hier. Also Scharfschütze ist weg. Noch einer unten. Wo ist der Generator? Da ist der Generator hinter dem Haus. Ach, da stand ein. Okay. Sind irgendwie hier oben runter, das ist irgendwie doof, ja. Ja. Ich musste gerade einen erledigen, weil der hat mich gesehen gehabt. Ja. Scheiße. Mist. Ich hatte mich aber am Container versteckt, aber der ist genau hier lang gelaufen. Gut, einmal. Scheinbar sind die auf dich, als Schafe nicht auf mich gerade, Gott sei Dank. Scheiße, der ist da in das Haus rein. Den Scheißschütze kriege ich nicht von hier, weil ich den nicht sehe. Ja, wir müssen halt aufpassen auch mit dem Mörser, dass der nicht loslegt, ne? Mhm, ja. Ich würde gerne den Strom... Aber die sind ja gerade weg. Ich versuche mal, den Strom auszuschalten. Die kommen jetzt gerade alle in meine Richtung hier. Ja, deswegen versuche ich jetzt gerade mal den Strom auszuschalten. Ich hoffe, das funktioniert. Mist. Mist! Charge the down, rechts. Super. Scheiße. Ich kann mir nicht gefahrlos holen, Markus, gerade, ne? Ah, noch taktischer hätte ich nicht vorgehen können, sorry. Ich versuche gerade irgendwie... Die wollen den Mörser benutzen, sagen sie gerade. Ja, ich versuche gerade den Generator zu finden. Der muss hier hinten irgendwo sein. Hier ist ein Gefangener, der muss so kurz warten. Denn dieser dunkle Generator. Ist nicht. Den Irrenner schon mal entdeckt. Was? Den Generator. Woran erkenne ich das Ding? An so einem Blitzsymbol. Ja. Ah. Nee, bisher noch nicht. Ich schleiche da jetzt gerade langsam hier drin rum. Ja, ich muss jetzt. Ich bin ja gerade so ein bisschen versteckt. Eben kurz ein bisschen warten. Ich versuche den Mörser von hier oben platt zu machen, aber da hinten schleichen gerade zwei rum. Wenn ich jetzt hier rauskomme, haben sie mich. Abschuss bestätigt. Jetzt haben sie mich entdeckt. Weil er genau an mir vorbeigerannt ist. Ja, und genau das ist mir eben auch halt passiert. Ja. Granate fliegt. Nehm das. Komm jetzt hier down. Aber ich habe jetzt den Granatwerfer. Und wo ist der Mörser? Wo ist der Mörser? Hat den schon einer platt gemacht? Scheinbar. Der ist weg. Ja, gut. Ja, der Mörser ist down. Bis auf den Sniper durften wir eigentlich alle haben. Ja, da unten sind noch welche. Ich habe gerade mal den... ich habe die Journalistin. Ja. Wir müssten hier weg. Schnell noch Nachschub markieren, dann ab ins Auto und weg hier. Ja, ich laufe mit der schon mal vor, ja? Scharfschütze ist down. Hier vorne ist ein Auto. Ah, der Generator. Ah, jetzt ist das Tor auf. Schnell her hier. Ja. Das Problem an der Sache ist, die kriegen wir, glaube ich, nicht mit, die... Dann muss halt Distant mal noch ein Motorrad nehmen. Warte. Oder die muss wieder in den Kofferraum, warte. Nee, sie ist vorne, sie ist vorne. Haben wir ja, alle Mann an Bord? Einer kann noch in den Kofferraum.
Warte, sie ist auf Weg. Ja, die kann das doch. Letztes Mal auch. Ja. Ja. Los geht's. Hast du... Ich habe kurz für die Gefangene freigelassen, nämlich. Alles gut. Ich habe den Scharfschützen noch geholt, eben schnell, der unten stand. Ich habe ja einfach irgendein Gewehr genommen, habe selber einen Scharfschützen gewählt und hab den geholt. Einige Offiziere foltern und töten Unschuldige. Und dann schicken sie die Beweise hierhin zur Entsorgung. Santa Blanca tötet ständig Menschen und hinterlässt überall Leichen. Es interessiert keinen, wenn ein Sicario vom anderen Kartell stirbt. Die töten einen Polizisten? Gehört zum Drogenkrieg. Aber die Verschwundenen, los Desaparecidos, also die ganzen Priester, die ganzen Journalisten, die etwas Schlechtes über das Kartell sagen, alle Studenten, Busfahrer, Marschfrauen, alle, die gegen sie auch nur aussagen könnten, das ist nicht nur der Drogenkrieg. Das ist eine Story. Oh, in der Tat. Muss es. Das Versteck ist gleich davor. Gut, zeigen Sie uns die Infos über die Vermissten aus San Mateo. Wir müssen dem ein Ende setzen. Hm. Wo bleibt die denn jetzt? Wieso steigt die nicht aus? Ist sie nicht schon ausgestiegen? Wo ist sie denn jetzt hin? Doch hier, aber ah, die da. Steht an der Tür. Ja, da kommt sie. Na komm rein, los. Rein. Ach, reden Sie mit der Journalistin. Ich mach's jetzt. Ich war so gerade gemütlich. Ich dachte mir, okay. Ich hab's aber trotzdem gemütlich machen. Los Desaparecidos, also die Vermissten, ermordet wurden. Ich habe Notizen über den Truck, der für den Leichentransport benutzt wird. Es heißt, er hat einen Fahrplan, wie die verdammte Scheißmüllabfuhr. Okay. Mehr nicht? Gibt's eine Route? Ein Zeitplan? Keine Einzelheiten. Oje, amigo, bis hierhin war es echt schon schwer genug. Der letzte Halt des Trucks war da, wo das Kartell die Leichen entsorgt. Mehr weiß ich nicht. So, fotografieren Sie die Aufzeichnung mit der Journalistin, wissen die? Irgendwo im Gebäude drin, muss man gucken. Ja, ja, stimmt, hier vorne ist ja die Untersuchung. Oh, wir können den Auto oder Heli? Wir können den Heli nehmen. Nimm mal ein Heli, nachdem wir weiter sind. Was mit Ihrem Liebsten passiert ist. Wenn wir Antworten haben, können Sie sie verbreiten. Adios und gracias. So, wir müssen nur sagen, wohin. Erst mal einen Moment. Jetzt. Wo ist denn das? Ich habe keinen Markerpunkt, wo ich ihn setzen kann, den ich setzen kann. Warte mal, das ist hier. Finden Sie das Gefängnis? Das ist ja das hier. Aber das ist das nicht. Wo wir hin müssen. Wo sagen wir, seht ihr die Unidad? Vorsichtig. Der Markus. Der Markus hat gerade was hier markiert. 2,7 Kilometer. Okay, ja, aber klar. Das ist das Falsche. Das ist das, was Kiff gerade versinnt. Leute, wir haben Linksbesuch. Unidad, ja? Ja, aber fliegt weiter. Fliegen vorbei. Ich muss jetzt nur wissen, wo ich hinfliegen soll. Ja, wartet doch mal kurz. Ich muss mal buchen selber erstmal gucken jetzt hier. Einsetzen. Die Journalistin wurde abgeschlossen. Wir haben also nur einen Story-Einsatz mit dem Gefängnis. Das, was du gerade offen hattest. Ja, dann ist das das hier. Wichtige Gefangene in einem Lager in den Bergen. Dann gehen wir dahin. Ab geht's. Befreien Sie die Gefangenen und finden Sie etwas Vermissten heraus. Wir haben gesehen, wegen dem Auto, da, wegen dem Dorf oder was auch immer, das ist da unten. Ich vermute, dass das auch ziemlich gut bewacht ist, das Gefängnis. So wenig, wie wir das eben hatten.